Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute geht es mal um das Thema, tja, ab wann ist man denn eigentlich Experte? Ist jetzt eher so in der Rubrik, ja, ich habe es jetzt mal bei Politik reingetan. Warum dieses Thema? Nun, ich versuche in letzter Zeit natürlich auch immer wieder, wenn ich irgendwelche dummen Kommentare sehe, dann hält es mich also nicht, da muss ich also meinen Senf dazugeben. Und dann kommen natürlich in der letzten Zeit immer wieder diese Argumente, wie jetzt halt schon kürzlich ich in einem Video zum Besten gegeben habe, wo halt der Dr. Lesch sich da einfach, ja, sage ich jetzt mal, verrechnet oder einfach Weisheiten von sich gibt, die also nicht haltbar sind. Da kommen dann einfach Leute mit Totschlagargumenten daher, so nach dem Motto, naja, jemand, der ein Lehramt bekleidet, Lehramt ist es nicht, Lehrstuhl, ganz andere Geschichte, aber egal, jemand, der ein Lehramt bekleidet und ja, halt so bekannt ist und belesen ist, dem schlägt man dann das Expertentum ab. Und ich als kleiner Twitterer zum Beispiel bin dann wohl der Experte. Nun, dazu mag jetzt vielleicht ein bisschen, ja, arrogant klingen, aber also ich halte mich schon im Gegensatz zum Professor Lesch als einen Experten, was das Thema Elektromobilität betrifft. Und ich würde nicht sagen, dass Herr Lesch ein Experte in dem Thema ist. Ist er nicht. Muss man klipp und klar sagen, er ist Astrophysiker, er ist Philosoph, aber er ist sicherlich kein Experte, was das Thema Elektromobilität oder Mobilität insgesamt betrifft. Und er hat natürlich, sage ich jetzt mal, ein Science-Team beim ZDF sitzen, die also ihm die ganzen Fakten halt zusammentragen. Aber letztendlich, er spielt halt seine Position als bekannte Persönlichkeit, spielt er halt aus und versucht halt da, aus welchen Gründen auch immer, halt da manche Sachen, ja, vorzutragen, wo man sich denkt, allein der gesunde Menschenverstand sagt schon, dass das vielleicht Käse ist, ne? Ja, wann ist denn man ein Experte? Nun, Horst Lüning hat da mal auch darüber philosophiert, ist schon ein bisschen her, und da bin ich mit ihm d'accord. Also wer sich also tatsächlich über längere Zeit, viele Stunden mit einem Thema beschäftigt und sich in das Thema reinarbeitet und drüber, ja, recherchiert und dann auch anderen Leuten Vorträge beispielsweise halten kann oder wie ich jetzt hier YouTube-Videos über ein gewisses Thema zum Besten geben kann, den kann man eigentlich schon als Experten bezeichnen. Ich muss jetzt nicht zwingend hier ein gewisses Studium auf einem Punkt haben. Nein, es genügt durchaus ein gewisses Wissen aufgebaut zu haben. Und dazu braucht man jetzt de facto, was den Begriff Experte betrifft, nicht unbedingt ein Studium des Ganzen zu haben, sondern wenn man das Thema gut genug, sage ich jetzt mal, begleitet und mit Herzblut dabei ist, kann man sich auch das Wissen eines, ja, Studierenden vielleicht aneignen. Ja, von daher würde ich jetzt schon behaupten, wie gesagt, ich habe es am Anfang gesagt, ich sehe mich schon als Experte, was das Thema anbelangt. Und ich sehe aber auch halt leider viele Leute, die zwar Experte in ihrem Bereich sind, in ihrem Gebiet sind, aber dann dieses, und da vielleicht dann auch bekannt sind, aber dann halt auch dieses, diesen Bekanntheitsgrad ausnutzen und meinen, zu gewissen Themen
wo sie nicht Experte sind, ihren Senf abzugeben. Na, also, das gibt es leider auch. Und das Dumme ist, dass die Leute, weil sie den Bekanntheitsgrad dieser Person ja schon kennen, dann halt vielleicht denen dann eher Glauben schenken und dann halt das als gegeben hinstellen. Ne? Also das, ja, ist schwierig, sage ich jetzt mal. Ich würde mir auch nicht anmaßen, sage ich jetzt mal so als Beispiel, über irgendwelche Sternenkonstellationen oder irgendwelche physikalischen Ereignisse im Weltraum zu philosophieren zu wollen. Ja, gut, ich höre mir auch diese Sachen an. Es ist interessant. Gewisse Sachen habe ich auch verstanden, aber ich würde jetzt mich nicht als Experte, was das betrifft, bezeichnen. Vielleicht als, keine Ahnung, Interessierter. Aber nicht als Experte. Ja, also das vielleicht so mal zu dem Thema, ab wann bin ich ein Experte oder fühle ich mich als Experte, und ich bejahe das, ja, ich sehe mich als Experten, was das Thema Elektromobilität betrifft. Wünsche, Kommentare, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.